Zapfenkranz ist für Weihnachten wunderschön und dann stellt sich die große Frage, was mache ich mit diesem wunderschönen Kranz nach Weihnachten? Also, das ist ganz einfach. Nach Weihnachten, ich mache die Kerzen ab. Ich kann die ja schön rausziehen, die sind ja alle gedrahtet. Ich mache auch die Deko ab. Ich mache die Muschelzypresse und was ich an frischem Grün dran gemacht habe, das muss alles raus. Ja? Das heißt, also die frischen Sachen, weil die gehen ja kaputt, die werden beige. Ich mache nicht das Moos ab, diesen Unterbau. Und ich mache auch nicht die Zapfen ab. Ja, ich würde jetzt also sowas, wenn ich so Apfelscheiben und so Sachen, die halten alle nicht bis zum nächsten Jahr. Und man kann den Zweig abmachen, muss nicht. Wahrscheinlich muss er mit raus, wenn man das Grün abmacht. Das heißt, ich behalte im Grunde genommen die Zapfen und den Moosring, also den ganzen Unterbau, den behalte ich auf jeden Fall. Und dann, ganz wichtig, etwas gegen Motten, also Mottenpapier, schön drumherum machen, 2, 3 Zettel Mottenpapier und dann den Kranz einschlagen mit Papier und dann gern nochmal mit Folie, weil ich habe es schon von Kunden erlebt, dass die Motten natürlich diese Zapfen über den Sommer, war dann nur noch so ein Staubhäufchen und die Zapfen waren alle zerfressen. Die finden das also ganz klasse. Ja, und dann kann ich nächstes Jahr wieder eine andere Kerzenfarbe oder kann den wieder ein bisschen anders dekorieren, aber ich kann diesen Unterbau immer wieder verwenden. Und das ist so toll, weil ich hatte auch Kundinnen, die haben die Zapfen alle abgemacht. Dann ist eigentlich diese schöne Arbeit und diese haltbaren Zapfen, dann ist alles kaputt. Also weiter aufbewahren, schön irgendwo verstauen, trocken gegen Motten und so gesichert. Und dann ist im nächsten Jahr die Freude wieder garantiert. Dann gibt es noch eine kleine Bonusidee von mir. Dieser schöne Kranz wäre natürlich ganz toll, wenn man den nicht nur an Weihnachten verwendet, sondern wenn man den auch im Frühjahr verwenden könnte. Er ist ja nach Weihnachten abdekoriert. Es ist ja nichts Weihnachtliches mehr dran. Er ist winterlich mit Zapfen, ja, er ist aber dann nicht weihnachtlich. Und winterlich geht ja durchaus auch im Frühjahr. Das heißt, man kann ihn auch mit Zwiebelpflanzen sehr schön dekorieren. Das heißt, optional könnte man Hyazinthenzwiebeln auf ein Holzstäbchen aufspießen. Ich habe jetzt leider noch keine Hyazinthen da. Aber man könnte optional Hyazinthen auf ein Holzstäbchen aufspießen und diese Holzstäbchen in den Strohrömer reinspießen. Und das dann ruhig mit 10, 12 Hyazinthen wäre sehr schön. Und dann würden einfach hier so richtig schön parallel diese Hyazinthen alle anfangen zu blühen in diesem Zapfenkranz. Und es gibt ja schon an Silvester Hyazinthenzwiebeln. Da fängt also schon an, dass man im Grunde genommen diese Variation beginnen könnte. Einfach ein bisschen umdekorieren. Oder eine Amaryllis ist auch eine sehr, sehr schöne Winterblume. Ist nicht nur für Weihnachten und früher gab es die tatsächlich erst im Frühjahr. Es ist also eine Erscheinung der Neuzeit, dass wir Amaryllis an Weihnachten immer haben. Das war nicht immer so. Und eine Amaryllis-Zwiebel könnte man auch in die Mitte von dem Kranz stellen. Und dann würde diese Amaryllis hier wunderschön blühen. Ja, und würde eben diese hoheitliche, große, lange Blüte, würde diesen tollen Zapfenkranz überstrahlen und der Zapfenkranz wäre dann einfach ein wunderschönes, in Anführungsstrichen, Pflanzgefäß für die Amaryllis. Ich denke, es ist auch eine tolle Variante fürs Frühjahr, bevor der Kranz dann in die Sommer- und Herbstpause geht. Thank you.
Für so einen schönen Kranz ist das eine, denke ich, wirklich tolle Anleitung. Und ich würde mich freuen, wenn du in meiner Online-Floristikschule weiterschaust.